Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Quiz Alive. Ja, genau da. Genau so ist es. Kennt ihr das auch? Man stellt am Abend den Fernseher oder am Mittag wieder mitgechillt, Fernsehen schauen. Aber das Einzige, wo auf jeden verdammten, fast jeden Sender kommt, ist Teleshopping. Und wir lieben es ja alle. Aber es ist doch immer wieder schön, wenn genau dann etwas Peinliches passiert. Ich habe für euch heute, hier und jetzt, für euch die 11 peinlichsten Teleshopping-Live-Sendungen, die es je gibt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Helmut, naja, das, wenn man Helmut heisst, vielleicht nicht gerade sollte an einer Teleshopping-Live-Sendung anrufen. Das beweist der Clip. Viel Spaß. Ah, da klingelt's auch schon wieder. Hallo, wer ist am Telefon? Guten Morgen, hier ist Helmut. Guten Morgen, Helmut. Schön, dass Sie dabei sind. Helmut, Ihr Wort hätte ich gerne. Ja. Ja. Jawohl. Jawohl. Ja, hallo, der Kahn. Im nächsten Clip hätte man vielleicht doch eine professionelle Leiter sollen nehmen, weil... Only have a limited number that we can ship out right now because it is very, very popular. We're going to go to the phone. Hi, you're on the air with Lisa and Kevin. What's your name? Hi, Lisa. It's Renee from California. Hey, Renee. Chris is over there kind of giving us a look at how to use the ladder there. I got to tell you something. I have this ladder. It mm-hmm. is awesome. Oh, now what and is everybody it for, wants, Renee? Everybody wants this ladder. I live in an apartment with vaulted ceilings. Uh-oh. Okay, we're going to make sure that Chris is okay. And that has never happened. Well, you know, it's a very slippery floor up there in front of our door sometimes, so we're going to make sure that Kevin's okay. Yep. He's moving, he is okay, but he scared Chris me for a moment he's there. Up there, he's okay. Der nächste Clip, wie es ja gerade so schön ist, habe ich mal eine Leiter für euch. It's a very easy situation to operate. You just push the buttons in right here on the two sides, the two little buttons. And all you do is push them in and that will release it. And what, right here. Push the button and that releases it, and then after you let go, it locks firmly in place. So really, you're all set. And this is tough. It is. Listen, give you an example. Say you have a, you know, you have to get up on the wall, high ceiling, vaulted right. ceiling. Hey, listen, just walk right up. And I tell you, it's very safe, it's durable, and Carol, it's lightweight. You're scaring me. So really, Now it's locked in place. Okay. So really. Oh God, Harold, are you okay? Actually, I didn't have it locked. Der nächste Clip ist natürlich sehr speziell. Wer kennt's nicht? Xbox, PS4, PS3 und Wii. Genau, Wii, wo man sich so Dings muss bewegen. Naja, sagen wir es mal so. Ich glaube, der Herr braucht einen neuen Fernseher. Ja. Right here, I'm getting ready to serve. All I do is throw that ball up in the air. And there goes the tennis racket. I didn't have it on there all the way. Make sure that your accessories dass man eigentlich ein bisschen verantwortlich sollte umgehen mit Waffen und auch Schwert. Das sollte man ja eigentlich wissen. Yeah. 1101 1816 is the item number on this one. And the nice thing about these practice katanas. Oh, that hurt big time. A piece of that, the tip just got me, Odell. Oh, that got me good. You all right? A piece of that tip just got me. Kennt ihr das auch? Man hat so Stapel Boxen daheim. Man will wirklich alles drin tun und man weiß, dass es eigentlich nicht möglich ist. Und dann hier sehen wir nochmal, warum Roto so gut ist. Schauen Sie sich das mal an. Das sind hier alles volle Wasserflaschen, 1,5 Liter. Und die hebe ich jetzt hoch und jetzt schauen Sie sich mal soll die Box ich? An. Soll ich? Ja, soll bitte. Ich? Da biegt sich nichts durch. So, da ist Wasser drin. Achtung. Oh. Oh. Was ist hier kaputt? Was ist hier kaputt? Die sind... Ja, super. Die gehen.
Den kann man wieder dran machen. So, weiter geht's. Gut gemacht. Kinderzimmer, kommt weg. Wer kennt das nicht? Dusche in der freien Natur mit so schönen Regendusche, dass das Wasser auf euch abprasselt. Ach, ist das herrlich. Nur blöd, wenn denn das passiert. Jetzt muss ich mal ein bisschen in Deckung gehen. Ich mach's mal an. Sonst bin ich gleich nass. Und Sie sehen natürlich, was wir hier für einen Regen haben. Das ist also, es ist jetzt noch nicht natürlich heiß, aber im Sommer, wenn Sie sich abkühlen wollen, da haben wir hier auch einen ganz speziellen Duschkopf, nämlich einen Duschkopf mit insgesamt 87 Öffnungen. Ups, was war das? Jetzt haben wir einen Scheinwerfer erwischt. Schuld. Ich war von der Nähe, aber ich war nicht schuld. Irgendetwas hat ich habe gerade das Wasser ausgemacht. Da war vielleicht ein bisschen zu kalt, das Wasser. Das kann sein. 87 Öffnungen haben wir hier drin, Tanja. Und das sorgt natürlich eben für diesen gerade schon gezeigten Regeneffekt, den wir haben. Das heißt, wir haben... Ach, man kennt's ja. Man braucht jedes Mal, wenn man zum Beispiel Gemüse schneiden will oder Fleisch oder irgendetwas für den Feinsalat will, zubereiten. Man braucht natürlich ein Brett, wo man kann schneiden kann. Sei jetzt das mit Holz oder mit Kunststoff. Die in diesem Clip Teleshopping haben aber etwas ganz Spezielles. Es gibt Brett und Mann. Der Mann kann gehen, aber seht selbst. Man geschützt wie alles andere. Guck dich das mal an. Das ist ein Brett, was nicht mehr wegrutscht. Da muss ich das andere doch gar nicht mehr nehmen. Hier, schauen Sie mal. Das ist doch wohl die Top, weil ich... Oh, die Bretter. Auch als Geschenkidee ideal geeignet. Der ist auch nicht kaputt gegangen. Man kennt's doch. Man schaltet dann früher am Morgen den Fernseher. Es kommt Teleshopping. Und die stellen den Fernseher vor, wo man den Dünnchen kann kaufen. Ist denn nur blöd, wenn das Porno kommt? Ganz zufällig liegt er parat. Schauen wir uns das wieder an, damit Sie auch wissen zu Hause, passt er in meinen Schrank oder auf mein Tischchen drauf. Was haben wir hier für eine Diagonale? Also jetzt haben wir eine Breite. Ja, was ist denn das? Da müssen wir gleich mal umschalten hier, so ein Ferkelprogramm hier. Und das ja, beim genau. WDR, haben Sie das gesehen, um die Uhrzeit hier? Das fällt dann nicht untergrundig, bodenständig, aber gut. So, also. Das nennt man Live-Fernsehen hier. Kennt ihr das noch, die Scooter, wo man früher in der Schulzeit hat? Hätte und nie mehr hätte müssen irgendwie zu Fuß irgendwo hingehen. Und dann später sind die E-Scooter aufgekommen. Der Herr in dem nächsten Clip hätte es vielleicht lieber sollen unterlassen und merken, dass es vielleicht doch für Kinder ist, aber bitte sehr. Und damit können Sie auch schon spazieren fahren hier. Wow! Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radfahren hier mit diesem Scooter. Hat sich eure Mutter auch schon so beklagt und hat gesagt, ich brauche unbedingt wieder ein neues Kochgeschirr, eine neue Pfanne, neue Deckel oder ein ganzes Kochgeschirr? Naja, es sollte vielleicht auch noch bruchsicher sein. Viel Spaß! Und woran erkennen Sie, dass das Profi-Qualität ist? Na, das werde ich Ihnen mal gleich zeigen. Das ist immer der Moment, wo meine Kollegen immer sagen, um Gottes Willen, jetzt macht er das schon wieder. Aber ich traue mich das mit unseren Kochtöpfen. Wir haben nämlich einen Edelstahlrand außen drumherum. Das erhöht natürlich die Bruchfestigkeit. Und lieber Rainer, gucken Sie mal, wenn Sie damit in der Küche kochen. Achtung! Ja, Rainer guckt schon ganz unglaublich. Schauen Sie mal, was ich jetzt wieder mache. 3, 2, 1 und los geht's. Jetzt ist wirklich passiert. Es ist mir noch nie vorher passiert. Das war der Vorführeffekt. Sie sehen, auch sowas kann passieren. Das ist halt live. Das ist jetzt, ja. Ich meine, in dem Fall kann ich nichts anderes machen, als sagen, es ist passiert. Es könnte theoretisch bei Ihnen passieren, sollte aber nicht passieren. 01377170123. Wir gehen mal gleich weiter mit dem Edelstahl. So, Edelstahl, das ist natürlich absolute perfekte Profi-Qualität. Wir haben hier eine Verteilung der Wärme auf den kompletten Boden dank unseres Sandwich-Bodens. So, das ist jetzt wieder mal gesehen mit dem Video. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Ich hoffe, dass euch die Clips auch so zum Lachen gebracht haben, wie bei mir beim Schneiden. Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz schöne Woche. Vielleicht kommt die Woche ja vielleicht noch etwas, ein zusätzliches Video, exklusives Musikvideo, das ich auf meinem Kanal,
der Duftlader. Also seid gespannt, wenn ihr nicht mehr wollt, verpasst, abonniert doch den Kanal. Es kommt jeden Montag ein neues Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und eine gute Woche. Bis gleich auf Chris Allein. Bam, ciao zusammen.